Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Orkan Sabine wütet durch Deutschland. In ein paar Stunden ist der Sturm auch hier. Muss ich morgen zur Schule gehen oder habe ich schulfrei? Wie soll ich mich verhalten? Wie ist es als Arbeitnehmer? Kann ich dort auch morgen zu Hause bleiben oder muss ich zur Arbeit, wenn der Sturm richtig im Gang ist? Die Fragen möchte ich gleich mit euch klären. Vorher noch eine kleine Anmerkung. Nachher, wenn der Sturm so richtig losgeht, will ich versuchen, mich mit meiner Kamera zu bewaffnen und ein paar Aufnahmen für euch zu machen. Allerdings das Ganze natürlich ohne mein Leben zu gefährden. Ich wohne hier in einer Region, wo es die sehr stark von dem Sturm erfasst wird. Von daher, wenn es mir möglich ist, mache ich Aufnahmen, dann lade ich das heute Abend oder vielleicht auch erst morgen, je nachdem, wie es mir möglich ist, hoch hier auf meinem YouTube-Kanal. Von daher abonniert jetzt meinen YouTube-Kanal und dann bekommt ihr nachher vielleicht ein paar schöne Sturmaufnahmen und könnt die dann hier auf meinem Kanal sehen. Jetzt aber zu der Frage, muss ich morgen zur Schule, ja oder nein? Das ist eine Frage, die habe ich auch oft in den Kommentaren von meinem anderen Video bekommen. Es ist so, dass in Nordrhein-Westfalen schon viele Schulen geschlossen haben. Dort ist morgen unterrichtsfrei. Einige Schulen gelten Sonderregelungen, aber an sich ist es auch so, dass Eltern entscheiden können, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht. Wenn Eltern der Meinung sind, der Schulweg ist nicht sicher, er ist unsicher aufgrund des Sturms, können sie ihre Kinder zu Hause lassen. Dann sollte allerdings auch in jedem Fall unverzüglich die Schule informiert werden über das Fernbleiben der Kinder. Ihr solltet aber auch weiterhin die Nachrichten in den Augen behalten. Die Landesschulbehörden informieren auch, bei welchen Schulen die Schule ausfällt. Guckt vielleicht auch auf der Homepage der einzelnen Schulen oder von den Landesschulbehörden nach. Da werdet ihr auf jeden Fall Informationen finden, ob ihr morgen zur Schule müsst oder nicht. Teilweise kann es auch sein, dass die eine oder andere Schule erst morgen früh informiert, dass unterrichtsfrei ist. Also von daher kann es auch sein, dass ihr die Informationen erst kurzfristig erhaltet. Guckt auch in jedem Fall Fernsehen heute Abend, die Nachrichten oder hört auch Radio. Auch da gibt es haufenweise Informationen, die euch vielleicht auch betreffen können. Und das nächste ist die Frage für uns Arbeitnehmer. Müssen wir morgen zur Arbeit, ja oder nein? Erst ab der höchsten Unwetterwarnstufe, nämlich der roten, gilt, dass man vielleicht nicht mehr zur Arbeit gehen kann, weil es einfach nicht mehr zumutbar ist, weil es lebensgefährlich ist. Dann ist es schon eine Begründung, dass man zu Hause bleiben könnte. Allerdings solltet ihr auch da euren Arbeitgeber informieren und soweit es möglich ist, müsst ihr natürlich zur Arbeit fahren und ihr seid auch verpflichtet, euch zu informieren, wie euer Arbeitsweg davon betroffen ist, von dem Sturm oder Orkan Sabine. Das heißt, plant in jedem Fall ein, dass es morgen ein Verkehrschaos gibt, dass vielleicht auch irgendwo ein Baum umgestürzt sein kann, dass ihr einen Umweg fahren müsst. Ihr solltet in jedem Fall also mehr Zeit für den Arbeitsweg einkalkulieren. Der Sturm gilt nicht als Ausrede. Jedem sollte bewusst und bekannt sein, dass es stürmt und dass es dann zu, ja, Hindernissen kommen kann auf den Arbeitsweg und damit halt auch für euch zur Verspätung. Von daher kalkuliert morgen einfach mehr Zeit ein, das seid ihr eurem Arbeitgeber schuldig und alles andere wäre eine Ausrede. Ich denke, jeder mit gesundem Menschenverstand sollte das hinbekommen und das sind im Prinzip die beiden Fragen, die ich häufig bekommen habe. Also informiert euch, ob bei euch die Schule ausfällt oder nicht. Wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen sind viele Schulen schon, wo kein Unterricht stattfindet, auch teilweise in Niedersachsen und in anderen Bundesländern, Baden-Württemberg zum Beispiel auch. Und da kann man dann morgen zu Hause bleiben. Ja, denkt daran, dass nachher, wenn ich schaffe, die Aufnahmen von dem Orkan Sabine hier auf meinem YouTube-Kanal kommen. Ich werde also, wie gesagt, nachher rausgehen. Ich werde mein Leben nicht gefährden. Das würde ich euch in jedem Fall auch empfehlen. Bleibt einfach zu Hause. Guckt vielleicht nochmal jetzt schnell durch den Garten, ob irgendwas rumliegt oder bei euch auf dem Grundstück, ob was rumliegt, was rumfliegen kann. Fahrt euer Auto in der Garage, packt es nicht davor. In der Garage steht es sicherer. Und dann hoffe ich, dass keinem was von euch passiert, dass ihr alle gesund und munter durch das Orkan, tiefe Sabine, kommt. Und das war uns in den nächsten Videos hier, wir alle gesund sehen. Also Leute, macht's gut, abonniert den Kanal und verpasst nachher das Sturmvideo nicht. Bis dann. So, jetzt hatte ich das Video schon beendet und vergessen, dass wir eigentlich noch rausgucken wollten. Wir gucken jetzt nur mal im Garten. Es ist schon relativ windig, aber es geht noch. Nachher möchte ich aber, wie gesagt, rausfahren, nicht jetzt hier Aufnahmen aus dem Garten machen, das wäre zu langweilig, sondern tatsächlich raus in die Natur und euch da zeigen, was der Sturm anrichtet. Ich hoffe, das gelingt mir, also von daher bleibt unbedingt an meinem Kanal dran, damit ihr die Aufnahmen kriegt. Aber ich werde natürlich nicht mein Leben auf dem Spiel setzen und jetzt ist gerade die Windböe weg und gleich kommt sie aber wieder, das fangen wir dann noch auf dem Video ein. Relativ windstill, aber es kommen immer mal wieder so kleine Böen. Ihr könnt das dann auch hier an den Büschen sehen. Also jetzt zum Beispiel,
Das sind schon so die ersten kleinen Ausläufer und nachher kann ich euch versprechen, das wird wesentlich schlimmer. Also, ich gehe jetzt wieder rein, mache das Video fertig, lade es für euch hoch und ich hoffe, wir sehen uns dann heute Abend nochmal oder ansonsten morgen im Laufe des Tages. Macht's gut, bis dann.